Ja, vielleicht nochmal was Positives. Die Entwicklung von unserem neuen Verein, den wir gegründet haben, also einige 14 Menschen hier von der Mahnwache, also Zukunftsgesellschaft e.V., das geht voran. Wir müssen fürs Vereinsregister, da müssen wir noch eine kleine Änderung vornehmen. Das wird am Donnerstag gemacht. Und beim Finanzamt ist es auch eingereicht. Also das Ganze geht seinen Weg. Unser Konto natürlich bei einer alternativen Bank, die nicht investiert in Rüstung, Atom und so weiter oder in irgendwelche Nahrungsmittelspekulationen, das war natürlich selbstverständlich. Haben wir also bei der GLS-Bank angemeldet und warten darauf, dass wir da auch unsere Kontoinformationen kriegen. Und ich denke mal, dass wir da nächste Woche auch schon mehr dazu sagen können, auch vielleicht so Mitgliedsanträge auch schon mal austeilen können. Ich kann auf jeden Fall sagen, es wird eine ganz spannende Sache. Wir haben sehr viele gemeinnützige Hilfsprojekte, haben wir also vor, wo wir Mensch, Tier, Umwelt gerne unterstützen wollen. Und das Ganze auch noch verbunden mit einer Unterstützung von uns jedem gegenseitig. Sodass wir unabhängig von dem Finanzsystem miteinander Hilfeleistungen, vielleicht auch Waren, austauschen können. Und das Ganze, wie gesagt, ist schon sehr weit fortgeschritten und ich hoffe und freue mich schon darauf, dass wir das sehr bald auch mal hier auf der Mahnwache auch mal vorstellen können, was es dort alles geben wird, was für Möglichkeiten es dort sich eröffnen. Ich kann so viel sagen, es läuft eben halt nicht mehr auf Euro das Ganze, sondern es läuft auf einen Zeittausch, auf einer Zeittauschbasis. Und es wird Möglichkeiten geben, als allererstes das Ganze wie ein Online-Banking mit Zeit untereinander zu handeln. Und geplant als nächster Schritt dann eben halt sogar auch mit Zeit scheinen, sodass man auch was im Portemonnaie hat, um gegenseitig eben Leistungen, Dienstleistungen und so weiter miteinander tauschen zu können. Und das Ganze auch noch mit einem karitativen Zweck im Hintergrund. Aber wie gesagt, da erklären wir das Ganze. Wir bereiten dann auch noch kleine Texte vor, woraus man das dann auch erlesen kann, was wir alles machen. Es wird dann eine Homepage dazu geben, es wird ein Online-Banking-System dazu geben und. Also es ist eine ganze Menge, was da im Hintergrund passiert. Wie gesagt, ich freue mich da schon tierisch drauf, wenn es losgeht. Aber jetzt das Administrative, ich denke, das dauert, wenn alles gut geht, jetzt vielleicht noch diese Woche. Und dann sind wir endlich so weit, dass wir das Ganze auch öffentlich machen können und an den Start bringen können. Ja, gut. Hat jemand noch etwas auf dem Herzen, was er hier gerne noch vortragen möchte? Im Moment nicht. Alles klar. Gut. Dann würde ich sagen, wer Zeit hat, Lust hat und Internetanschluss hat, einfach mal schauen, mahnwache-braunschweig.de. Dort haben wir eben halt vieles von dem, was ich auch jetzt gerade mal schon mal angesprochen habe, auf der Webseite, im Forum. Dort könnt ihr euch beteiligen, jeder Einzelne kann sich beteiligen, es ist offen für alle. Und ich würde mich freuen, wenn sich da viele anschließen und das ein oder andere für sich dann eben ihr eigen nennen und mitverantwortlich dann auch übernehmen. Alles klar, ich wünsche euch eine schöne Woche, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.